Damen und Herren, Dieter Krebs. Hallo, mein Junge. Da. Haben Sie es gesehen? Wenn er lächelt, haben Sie es gesehen? Das ist wieder original mein Sohn. Der Mund lächelt, aber die Augen lächeln nicht. Wissen Sie, woran das liegt? Ich war Dieter, mein Junge, du weißt das, ne? Wissen Sie das auch? Er hat sich liften lassen. Das Ganze hat ihm ein Vermögen gekostet. Und warum? Wegen seiner Tränensäcke. Er denkt, man sieht es nicht. Dabei ist es das Erste, was einen anspricht. Jedes Kind sieht das. Außerdem trinkt er zu viel, raucht zu viel, ist zu fett geworden. Obendrein versucht er jetzt auch noch komisch zu sein. Ein dicker, versoffener Komiker. Ist halt mein einziger Sohn, ne? Was soll ich machen? Maslaki, Post für dich! Der erste seit 20 Jahren! Nachts um 11.11 Uhr kommt das Fluchtauto. Viel Glück. Zauberwelle. Einmal dasselbe, bitte. Ist ja kein Wunder, dass die Fische heute nicht beißen. Schmecken ja widerlich, diese Würmer. Schnelles Flugzeug mit drei Buchstaben. Erster ein J, letzter ein D. Hartes D. Na, oder hier. Flugzeugkanzel mit sieben Buchstaben. Erster Buchstabe C, zweiter O. Computer? Nee, zu lang. Ja, dann weiß ich das auch nicht. Ja, dann ist das ja wohl mal Zeit, dass wir losfliegen, nicht? Hast du beim Tower schon mal nachgefragt, ob das Rollbrett meinst du? Ja, genau, ob das frei ist. Ich glaub schon. Also, ab geht die Post. Kein Vater, die Kompüse an die Reling. Ist kein Vater. Gibt es Mutti in den Ausguck? Ist gehieft. Fertig machen zum Wegnehmen. Ist weggenommen. Und nun wieder eine Folge unserer Serie Pitcock, des Teufels Steuerknüppel. In den Hauptrollen Will Plattflieg als Captain Pitcock, Sitzgurt Solbach als Copilot Manfred Musch und Eleonore Düse als Stewardess Hanna Halterlos. Heute ein verhängnisvoller Sprachfehler. Du, Manfred,
Gehst du mal da hinten zur Halter los und bestellst mir mal ein Tessitas Kaffee und zwei Schwarzwälder Kirsch. Torte oder Schnaps? Torte, muss ein Auto fahren. Na, hast du bestellt? Du ging nicht. Die Hanna war immer mit dem Passagier beschäftigt. Der wollte dauernd wissen, wo wir sind. Hast du schon gewusst, dass die Hanna einen Sprachfehler hat? Was ist los? Die kann ich Osnabrück sagen. Die sagt immer Oskar Drück. Versäumen Sie nicht die nächste Folge, wenn es heißt... Meine Frau sieht mich überhaupt nicht mehr. Ja, scheiß Schichtdienst. Na na, grauer Star. Weißblechdosen mit Arsen. Sagen Sie mal, können Sie sich noch an den ersten Streit mit Ihrer Frau erinnern? Ja, es war damals, dass sie auch unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto wollte. Guten Tag. Moment. Wir hatten reserviert. Professor Korkhobel mit Gattin. Können Sie nicht warten? Wie war der Name? Korkhobel. Professor Dr. Korkhobel. Ja, ja. Korkhobel. Ist ja ein idiotischer Name, ne? So? Ich heiße schon immer so. Ja, ist ja gut. Aber die Schlampe, die kommt nicht mit aufs Zimmer. Wie bitte? Ich hab gesagt, die Schlampe kommt nicht mit aufs Zimmer. Wir sind ja kein Stundenhotel hier. Erlauben Sie mal. Hörst du, ich muss doch sehr bitten. Diese Gattin da ist meine Dame. Diese Dame da ist meine Gattin. Ich glaube, den Spruch habe ich schon mal irgendwo gehört. Müssen wir uns das eigentlich bitten lassen? Mach doch was, Karl Friedrich. Ja, also ich, das ist etwas ungewöhnlich, aber wir könnten Ihnen ja die Pässe zeigen. Lassen Sie mal schön stecken. Die Fleppen sind sowieso gefälscht, aber Sie könnten einen Schein rüberwachsen lassen. Dann drücke ich eventuell ein Auge zu. Ja, ja. Na, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Was bildet sich dieser Kerl denn ein? Du hältst die Schnauze, Tortenarsch. Also, Max, lass den Schein rüberwachsen oder die Tussi fliegt raus. Na, bitte. Sag mal Auto. Auto? Tut, tut. Mathilde! Mach, dass du wegkommst. Lass dich freuen, dass du in dem Alter noch so einen spendablen Freier gefunden hast. Dritte Stock. Und saug nicht so rum. Alle Schweine. Und alle in dem Alter. Entschuldigung, kann ich mal zwischen Ihnen beiden durchgehen? Aber gerne. Aber eine nach dem anderen. Ja. Wahlprognosen um 9:30. Schon ein Ding, was die Weiber von heute alle zeigen, ne? Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute kommen wir zur Spezialität eines Landes, das kulinarisch noch weitgehend unerschlossen ist, nämlich Russland oder, wie man heute neuerdings häufiger hört, Sowjetunion. Mir wisse, dass der Russ sehr musikalisch ist. So liebt er zum Beispiel den Klang der Perestroika und die Stimme der Regensburger Domkosacke. Was aber, frage ich Sie und mich, schiebt sich der Russ an Festhaare hinter die Kiemen? Wenn der Russ überhaupt was zu essen bekommt, dann ist es Borscht. Zwei Dinge sind am Borscht schwierig. Erstens, ihn auszusprechen und zweitens, ihn zu essen.
Was die Aussprache betrifft, so kommt darin zweimal Sch vor. Und so schmeckt er auch. Entspannungspolitik hin und her, aber dieses russische Nationalgetränk ist für westeuropäische Speiseröhre ziemlich schwer zu schlucken. Wenn Sie sich dennoch nicht beherrschen können, hier das Rezept. Sie nehmen eine sehr kleine Dose Borscht. Sie nehmen eine sehr kleine Dose Borscht und werfe den Inhalt ins Klo, nachdem Sie das Blech abgemacht haben. Wir haben das mal für Sie vorbereitet. Dazu trinkt der Russe Wodka und zwar nicht zu knapp. Somit können wir auch diesem Gericht wieder angenehme Seite abgewinnen. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas und sage nach den Borscht. Ihr Harry Hunger. Herr Ober. Ja, bitte. Könnte ich bitte einen Zahnstocher haben? Im Moment sind leider alle besetzt. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In unserer neuen Serie aus dem Schatzkästchen der Fauna, die sich mit den Tieren beschäftigt, die unsere Gesellschaft nachhaltig verändert haben, zeigen wir Ihnen heute Abend die erste Folge. Eduard, die singende Maus. Eduard, liebe Freunde, hat es nicht leicht gehabt. Er wurde unehelich geboren und von seinem französischen Vater, noch bevor er das Licht der Welt erblickte, in einem Wohnmobil ausgesetzt, das Richtung Dijon fuhr. Im Alter von 2 Monaten verlor Eduard seinen besten Freund, seine Mutti. Wahrscheinlich eine Überdosis Rattengift. Aber alle diese Schicksalsschläge hat Eduard gemeistert, denn Eduard ist ein Macher. Er hat sich selber die gesamte Marseillaise beigebracht. Von der ersten bis zur letzten Strophe, Note für Note, Wort für Wort. Nicht wahr, Eduard? Ich muss noch darauf hinweisen, dass Eduard ziemlich scheu ist, ein Scheuermacher. Aber heute Abend für Sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, Eduard, die singende Maus. Das ist ein ganz großer Moment in Eduards Leben. Nun, Eduard? Was hast du? Ich hab's vergessen. Was denn alles? Das ganz verdammte Ding, Bertel Montieu. Und nun, liebe Zuschauer, Folge 2. Marliese, die tanzende Ratte. Weite Hosen können stehen. Auf Naxos konnte ich's noch. Sagen Sie, mögen Sie eigentlich Sex? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, dann fangen wir doch gleich an, dann haben wir es schnell hinter uns. Luigi. Brauchen Sie vielleicht ein frisches Handtuch? Was darf denn sein? Ich bin fremd in Ihrer herrlichen Stadt und möchte gerne das Leckerste, was Sie anzubieten haben. Tut mir leid, aber die Maria hat heute ihren freien Tag. Ich war noch nie in einem italienischen Restaurant. Ich komme nämlich aus Indien. Wirklich? Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Indianer. Sie sehen nicht aus wie ein Italiener. Voila! Kalkutta liegt am Ganges. Ich komme nämlich vom Ende des Ganges. Ich komme aus Kalkutta. Sahib, Sie müssen mir helfen. Ich habe noch nie vor italienischem Essen gesessen. Ah,
Sie werden es mögen. Wir haben einfach alles. Parmesan, Lasagne, Hähnchen und wie heißt das hier? Gelato Sacciatella. Sag ich ja. Aber aus religiösen Gründen ist es mir nicht gestattet, Fleisch zu mir zu nehmen. Ah, wenn das so ist, empfehle ich Ihnen unsere Spezialität, Spaghetti Bolognese. Davon hat sogar der Bundeskanzler seine tolle Figur. Hm? Dann nehme ich ihn. Ich verstehe nämlich auch etwas von Geschichte. Bruder, darf ich behilflich sein? Übrigens, auf dem Glas steht deutlich geschrieben, der Bundesgesundheitsminister warnt, das Rauchen von Gesini gefährdet ihre Gesundheit. Der Rauch eines Gesinis enthält 12 Gramm Backpulver, ein Rührei. Frei nach DIN A-Wert 4. Werden die Spaghetti lange dauern, Sahib? Ich fürchte ja, denn wir schmeißen unsere Spaghetti nicht einfach durcheinander ins heiße Wasser. Unser Koch pflegt jede Nudel einzeln zu behandeln. Er schwingt sie Nudel für Nudel durch Kräutern durch. Das Rezept hat er unter Einsatz seines Lebens durch die Wüste Gobi zwischen den Hockern eines Dromedars nach Italien geschmuggelt. Deshalb wird es wohl etwas dauern. Doch, sei es wie es sei, dann meditiere ich in der Zwischenzeit ein wenig. Nur zu. Prego, Signor, extra für Sie, ganz frisch auf dem Tisch. Denn nachdem ich gesehen habe, dass Sie hier wie auf heißen Nägeln sitzen, habe ich unseren Koch Feuer unterm Hintern gemacht. Bei Vishnu, ich mag mich ja irren, aber das sieht aus wie schon mal gegessen. Denken Sie dran, gut gekaut ist halb verdaut. Buon appetito, Sahib. Ciao bello. Tut mir leid, Herr Hauptkommissar. Wir haben alles versucht. Schleppnetze, Taucher, Suchhunde, Hubschrauber. Nichts. Schade. Da kann man nichts machen. Ich hätte fest damit gerechnet, dass wir ihn hier im See finden. Naja, muss jedem neuen nehmen, ne? Kontrolle, die Fahrtausweise bitte. Danke. Die Fahrtausweise bitte, danke. Und Sie? Und nun wieder unsere Serie Familie Wallerstaller. Heute Folge 869. Allerstallers und die Intelligenz. Eddie, kannst du mir mal was erklären, was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumgeht? Aber selbst murmelt. Wie kommt das eigentlich? Wir beide sind zusammen aufgewachsen, sind in dieselbe Klasse gegangen und trotzdem hast du heute einen Job, der viel besser ist als wie's meiner. Kannst du mir das erklären? Josef, das ist einfach eine Frage der Intelligenz. Aber was? Was ist das denn, Intelligenz? Pass mal auf. Das werde ich jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Komm mal her. Schlag jetzt so fest du kannst auf meine Hand. Jut. Siehst du, Josef, das ist Intelligenz. Jetzt weiß ich es, ja. Da kann ich ja jetzt gehen. Tschüss dann. Hallo, Papi. Hallo, Junior. Junior, komm mal her. Weißt du, was Intelligenz ist? Intelligenz? Nee. Dann will ich dir das mal erklären. Schlag du jetzt mal mit deiner Faust auf meine Hand. Aber so feste, wie du kannst. Siehst du, Junior? Das ist Intelligenz. Stell dir doch mal vor, was mir eben passiert ist. Kannst du dich erinnern? Es ist da erst ein paar Minuten her, da habe ich zu dir gesagt, tschüss, dann stand fast an der Haustür und bin dann
in den Wandschrank abgegangen. Das ist unmöglich, hab ich noch nie gesehen. Du kriegst die Motten. Ja, zieh ich jetzt wieder ab, ne? Tschüss. Dann. So. Ja, wenn das so ist, dann zieh ich auch ab. Hab ich ein kleines Bierchen für uns? Das ist ja nett. Ja, schade, dass Eddie weg ist. Der hätte sich ja auch hier einen Kölsch mit uns getrunken, ne? Josef. Kannst du dich erinnern, dass ich eben aus diesem Wandschrank kam und zu dir sagte, dass ich kurz vorher statt aus der Haustür wieder in diesen Wandschrank gegangen bin? Mir ist das doch tatsächlich noch mal passiert. Die wird doch nicht. Das ist ja das Allerliebste, unglaublich. Ja, ich meine, wenn du jetzt schon mal bei uns bist, dann kannst du sicher noch einen Kölsch mit uns trinken. Nein, lieber nicht. Wie spät ist es denn? Viertel vor fünf nach Liebe. Viertel vor fünf. Ich glaube, meine Uhr steht. Also, bis dann. Jetzt ziehe ich aber endgültig ab. Tschüss da. Sag mal, wo ist eigentlich Junior? Er hat doch gesagt, er zieht ab. Aber warum hast du denn deine Haustür dabei? Ich hab doch meinen Schlüssel verloren, ne? Na, wenn den jetzt jemand findet, dann kann er bei mir zu Hause nicht rein, weil die Tür ist ja hier. Ja, was machst du, wenn du die Tür jetzt auch mal verlierst? Ist auch kein Problem. Dann gehe ich durchs Küchenfenster, weil das habe ich im Auto. Zwei Pilz. Zum Schluss der Show möchte ich Ihnen noch meine Band vorstellen. Am Schlagzeug Theo Tusch. Am Bass, Zacki Zupf. Teddy Taste am Piano. Am Saxophon, Kali Kanne. An der Trompete, Bobby Backe. Und Ernie Engel an der Posaune. Er hat sich sogar Haare einnähen lassen, wie Frank Sinatra. Mein Sohn und Frank Sinatra. Nur seine fielen immer wieder aus. Lauter kleine schwarze Büschel. Ewig weit hat Kopfkissen eingesaut. Ja, und dann hat er sich Tupets gekauft. Ganze Schränke voll. Und welche nimmt er für seinen Auftritt im Fernsehen? Ausgerechnet den alten Läusefiffi. Junge, du wolltest uns doch was Komisches zeigen. Nur fang an. Sei komisch. Gute Nacht.